Du möchtest das beste Hotpot bei dir zu Hause essen? Der oder das Hotpot? Dann bleib jetzt dran und vergiss nicht, das Video zu speichern. Okay, dann speichere ich mal das Video. Servus, ich bin der Michi. Servus, bin der Randy. Und ich hab WooSeason gegründet. Und das kann ich niemals ernst sagen. Ich bringe euch das beste Hotpot zu euch nach Hause. Es ist eine Kombination zwischen Catering, aber auch klassischem Takeaway. Es ist eigentlich ganz simpel. Klingt jetzt nicht so simpel. Ihr bestellt bei uns, wir bereiten alles für euch vor. Da kommen wir zu euch nach Hause, bauen alles auf. Ihr bekommt von uns das ganze Set. Aber ich würde sagen, wir bestellen jetzt erstmal Hotpot. Ladies and Gentlemen, ich weiß nicht, was uns erwartet, ich weiß nicht, wie lecker es wird, aber eine Sache kann ich sagen, ich habe 2 bis 3 Mal in meinem Leben Hotpot gegessen. Ich freue mich drauf, den Typ, den ihr am Anfang gesehen habt. Servus, ich bin der Michi. Der wird uns so ein bisschen vor Ort dann auch helfen, der bringt es bei Shay vorbei. Wir werden lecker essen, schauen uns das Ganze an, ich freue mich auch wieder Shay zu sehen und wir fahren los. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Hotpot nach Hause zu liefern? Ich habe beim Kollegen gesehen, da gibt es ein anderes Unternehmen, das heißt Heidi Lau. Richtig übertrieben großes Unternehmen in Asien. Die sind eigentlich für Hotpot bekannt. Aha. Und die haben gesagt, okay, ihr habt Lockdown, aber ihr wollt trotzdem Hotpot essen und wir geben euch die Möglichkeit, wir bringen es einfach zu euch nach Hause. Was kommt denn alles mit der Bestellung? Wir haben einmal Entrecot, das hier drüben sind Rindfleischröllchen und Hackbällchen. Die sind gewürzt eigentlich nur mit Salz, Pfeffer, da ist ein bisschen Ei dazu und Sesamöl. Unsere rausgemachten Wantan. Die sind gefüllt mit Hühnchen und Shrimps, die sind richtig geil. Mit was? Mit Hühnchen und Shrimps. Super, also wir haben 6 verschiedene Dips. Ganz simpel eigentlich, nur Salz, Pfeffer mit Limettenblätter und Limettensaft. Das hier ist Sukiyaki mit gerösteten Sesam, ist ganz geil. Guter Allrounder. Wir haben hier einmal Ponzu Hoisin. Ponzu ist eigentlich so eine japanische Zitrussoja. Das hier ist von unserem Restaurant ein Favorit. Und so eigentlich Kokos-Erdnuss. Passt zum Beispiel richtig gut mit Chicken. Mhm. Und für die Leute, die ein bisschen Power brauchen. Scharfes, oder? Yes. Sambal Oelek mit frischen Chili. Das läuft immer so ab, oder? Das läuft immer so ab, wenn ihr dieses Set bestellt. Also okay. Wir haben das unser Signature-Set. Da haben wir eigentlich fast alles dabei. Fleisch, Mais, Früchte, viel an Gemüse, auch Tofu. Mhm. Haben wir natürlich auch für die Vegetarier oder für die Pesketarier dementsprechend solche Sets. Das ist eigentlich einfach nur Maggi. Aber das ist mit Sriracha. Mit Knoblauch und Koriander. Aber der ist so Fleisch, den musst du probieren, der ist heftig. Wie oft, wenn die Leute immer sagen, Maggi? Nein, ich verstehe Leute nicht, die sagen, dass sie Koriander nicht mögen. Say what? Die einen lieben es, die anderen hassen es. Das ist die Menge hier für 2 Personen, das ist richtig. Der ist für 2, genau. Also auch für die Leute, die sehr Hunger haben. Wie soll ich das sagen? Also theoretisch kann man aber auch sagen, hey, ich bestell für 2 und man isst zu dritt. Weiter schlau. Ja, voll. Für gute Esser ja, das haut es schon noch hin. Das sind klassische Weizennudeln, die habe ich aber schon vorgekocht für euch. Die könnt ihr eigentlich theoretisch direkt essen dann. Ja, boah, die sind auch geil. Süßkartoffelnudeln, yes. Habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Die brauchen so 10 bis 15 Sekunden, um gar zu werden. Wir haben hier einmal eine thailändische Tom-Yum-Brühe. Die ist süß, säuerlich bekannt. Dann haben wir einmal das aus meiner Region, aus Vietnam. Eine traditionelle Pho-Brühe. Wird stundenlang eingekocht. Man sagt normalerweise immer, es ist nur Hühnchen oder nur Rindfleisch. Aber ich koche gern beides mit zusammen. Du hast sozusagen eine pikante und eine milde Brühe. Das sind neuseeländische Miesmuscheln. Dazu haben wir einmal Riesengarnelen. Also ich muss sagen, wenn ich das hier schon wieder aufbaue, habe ich schon auch wieder voll Bock drauf. Ja. Wirkt so, als wärst du der Next Level Delivery, glaube ich. Mhm, weil eine Pizza bestellen, ja, ist cool, kann man genießen. Du weißt nie, wie sie kommt, aber hier kriegst du ja alles frisch, machst es bei dir zu Hause. Ihr bringt dir das Zeug vorbei. Wann holt ihr das wieder? Ihr habt ungefähr 1,5 bis 2 Stunden Zeit zu essen. Aber irgendwo habe ich was von 3 Stunden gelesen. Nach 3 Stunden kommen wir wieder vorbei. Am Anfang haben wir eigentlich 3 Stunden gesagt. Tatsächlich haben wir eigentlich gesehen, dass die Leute nach 1 Stunde schon so gut wie satt sind. Und dann geben wir noch 1/2 Stunde Puffer, dass die Leute eigentlich so entspannt den Arm ausklingen lassen können. Ihr beliefert so gesagt ganz München? Tatsächlich, im Umkreis von Otto Pohn sind es 30 bis 35 Kilometer, die wir umfahren. Es gibt wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Menschen da draußen, die noch keinen Hotpot überhaupt gegessen haben. Und ich habe es auch vielleicht 2, maximal 3 Mal gegessen. Du kochst eigentlich für dich selber, hast nur vorbereitete Brühen, dippst rein, auf was du Lust hast. Es macht so Spaß, so einen Tisch anzuschauen, muss ich ehrlich sagen. Man sieht so viel Sachen. Was war das nochmal? Ich bin nämlich Wasserspinner. Ah, Wasserspinner. Sag mal,
ehrlich, es fühlt sich schon so ein bisschen high-class an, oder so. Dieses Besteck, Bruder. Ich weiß nicht mal, was ich damit machen soll. Angeln, Bruder. Angeln einfach, hier, mit dem Fisch. Es hat so ein bisschen was Sterneküchenmäßiges. Alles schön sortiert in diesen Boxen. Plastikboxen, aber trotzdem in so einem cleanen, schwarzen Look, was ich ganz geil finde. Robert vorher erklärt, dass wir anhand dieser Wontons entscheiden können, für welche Seite. Ob Tom Yum oder Pho. Also, Ladies and Gentlemen, während Wontan da drin jetzt am Baden ist, Bro, ich habe keine Geduld. Entrecot. Welche Seite machst du? Safety hier. Muss ich diese so halten? Solltest du. 30 Sekunden. Musst du nicht, aber wenn du es wieder rausfischen kannst. Ah, nee, das kommt sogar hoch. Ist das jetzt schon durch? Ach, ein bisschen. Das ist eh Rindfleisch. Ja. Kannst du nochmal machen? Oh, ist Zeit. So, dieser Dip ist der erste, oder was? Will ich tryen an der Stelle. Okay. Mach ihn. Gib ihn. Okay. First bite, Ladies and Gentlemen. Ja, okay. Das ist nur Maggi und Ding. Der schmeckt geistreich. Ich habe ja ewig kein Maggi mehr gegessen, Alter. Wo ist dieses Entrecot? Hier, nimm mal dein Fischdings, Bro. Dieses Fleisch ist so natürlich belassen. Das merkt man. Es kommt aus dieser Brühe mit Flavor. Und es hat so eine schöne Struktur einfach im Mund. Holen die Wontons raus, nur mit der Brühe probieren. Dieser sexy. Das ist Ding. Es wird wahrscheinlich öfter passieren, dass die Kamera beschlägt. Ist so. Mit so ein bisschen Kräuter auch noch dazu. Ja, ja, safe, 100%. Eigentlich sind Stäbchen mein Lieblingsbesteck. Oder also meine Hände so. One ton. Ist das sehr heiß? Ja, ist so. Es ist sehr, sehr heiß, aber sehr, sehr lecker. Nicht zu salzig. Es fühlt sich nicht gerade so an, als wären wir irgendwie zu Hause, oder? Irgendwie nicht, Mann. Also, ich glaube, aufgrund dieses Levels, Bro. Ich finde es gerade sehr, sehr geil. Ich will jetzt nur mal wissen, wie schmeckt sowas. Wir müssen jetzt mal ein bisschen reinhauen hier, komm. Ja, ja. Hau mal einfach rein. Ey, ich sag so, wie es ist, da ist noch irgendwo ein Entrecot da drin. Da ist es. Das ist wild. Absolut wild. Das gibt so diesen Lagerfeuereffekt. Es hockt sich immer wieder jemand Neues dazu. Hi. Hi. Und dann esst ihr zusammen wie eine kleine Familie. Es ist ein Familienessen heute. Wow. Ja, Leute, es ist halt Hot Pot. Ich sage euch so, wie es ist. Es ist sehr heiß. Diese scharfe Soße hat mich aber noch nicht überzeugt. Sukiyaki, habe ich noch nie gehört, den Namen. Ist auch die schärfste. Ich bin ein bisschen überfordert, um ehrlich zu sein. Es gibt zu viel, es sieht zu schön aus, zu clean. Also so wie das angekommen ist, so wie das aufgebaut wurde, ist das Ding für mich ja eine 10 von 10. Ich wüsste jetzt nicht, wie man es besser machen könnte. Und ihr sitzt einfach zu Hause. Boah. Die Soße. Bitte. Kokos, Erdnuss. Kokos, Erdnuss, yes. Geröstete Erdnusspaste, Kokosmilch. Ich finde es sehr, sehr geil. Ich bin aber mehr der Fan von Säure. Ja? Mhm. Ja. Gar nicht süß? Nee. Krass. Um ehrlich zu sein, nein. Deswegen zum Beispiel, probier es aber nur mit dem Chicken, weil das passt richtig, richtig gut miteinander. Ponzu Hoisin. Yes. Hoisin. Was ist Hoisin? Ist das eine Fischsoße? Das ist fermentierte Sojabohnenpaste. Ah, Sojabohnenpaste. Ich finde nur, ihr bräuchtet noch eine, wo manche Leute auch sagen, boah, das nee, ist mir zu scharf. So eine brauchen wir noch. Dann mischt ihr auch Sukiyaki. Es ist auf jeden Fall dieses Essen, wo du so, hier ist warm, dein Körper merkt, du bist am Essen. Das ist so Arbeit und Essen in einem. Machst rein, raus die ganze Zeit und genießt und hast immer wieder was Neues. Gemüse, Fleisch, Fisch. Ich sag so, wie es ist. Ich bin echt gut mit Stäbchen, aber. Warum werden die durchsichtig, wenn es Süßkartoffeln sind? Das check ich nicht. Gute Frage. Ah, okay. Das können die Leute in den Kommentaren beantworten. Die ist schärfer als die. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist die. Gib mir mal nicht Schlaf, Bro. Komm, wird mal richtig einbaut, diese auf Baden-Modus. Das wir sitzen jetzt hier so eine Dreiviertelstunde Stunde. Wir haben jetzt zu dritt hier gegessen. Das ist die Portion für zwei. Wir nehmen das hier weg. Ich weiß nicht, was hier drin war. Wir haben das Fleisch grob weg. Chicken gibt's noch. Tofu gibt's noch. Mais gibt's noch. Es gibt noch Gemüse. Nudeln haben wir kaum angerührt. Und Nudeln sind eigentlich das hier am Tisch, das so satt machen würde am meisten. Und wir sind eigentlich alle. Also ich bin so glücklich satt. Ne? Weißt du, was ich meine? Der Magen ist so, jetzt könnte ich arbeiten gehen. Genau. Auf Baustelle. Ja, genau. Aber das ist das Geile an der Chips. Das kannst du über Stunden essen. Ich sag das immer wieder. Jetzt werden alle sagen, ja, Randy, du Alkoholiker, aber ist mir egal. Das ist auch so ein geiles Essen, so wenn du sagst, hey, wir essen zu Hause.
trinken noch so 2-3 Bier, danach geht man noch raus, startet den Abend. Das machst du in Asien auch so? Ja, ja, das ja. Ist immer verbunden mit Alkohol, meine Schwester. Beste Leben. Ich liebe euch Asiaten, merkt euch das. Eigentlich bin ich auch Asiate. So wie Shay auch schwarz ist, bin ich auch Asiate. A few moments later. Shay, was sagen wir? War krank lecker, oder? Total, Bro. Hotpot. Was gibt's für eine Bewertung? Für mich, ja, eine 10 von 10. Ich wüsste jetzt nicht, wie man es besser machen könnte. Ich bin super zufrieden. Mein Magen ist nicht so mit Fett überlaufen. Mhm. Also ich würde das, glaube ich, 3-4 Mal im Jahr machen können. Michi kommt vorbei. By the way, der ist ein sehr, sehr süßer Junge. Bruder, es geht wieder los mit Musik auf jeden Fall. Ich hatte eine lange Pause. Album? EP. Yes, sir. Was heißt EP? Wie viele Songs sind da drauf? 6. Shay, sein Instagram ist unten verlinkt. Checkt es ab. Bis zum nächsten Mal. Peace.